Habit TV. Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Habit TV. Das wird ein längeres Video, denn ich zeige euch etwas ganz Besonderes. Ich finde es so cool, dieses Video jetzt zu machen. Und zwar das hier. Und das hier. Und das hier wird das neue Habit Headquarter. Mietvertrag ist unterschrieben. Ich bin wirklich den ersten Tag halt hier. Es war Schlüsselübergabe. Es ist so krass. Ich kann es nicht glauben. Wir können uns hier ausleben. Hier kommt was zum Skaten hin. Kleine Mini-Ramp und so. Da kommen die Büroräume. Da kommt das Lager für ganzen möglichen Shit hin. Ja, mega. Erster Tag. Ich nehme euch mit, wie wir das alles gestalten. Und deshalb mache ich genau dieses Video jetzt, damit ihr auf jeden Fall ein Vorher-Nachher-Vergleich habt. Danke, dass ihr bei Habit TV immer zuschaut. Let's fucking go! So, ich sag's euch, ihr könnt es nicht glauben, wir sind so weit gekommen. Hey, wie krass ist das bitte? Wie krass? Hey, das ist der zweite Tag. Haben wir für 30 Euro eBay Kleinanzeigen geholt, haben wir umsonst geholt, haben schwarz lackiert. Hier haben wir nur so ein Fernsehkastel, das war auch weiß. Das haben wir auch schwarz lackiert. Gisela, die wird unsere Klamotten anhaben. Hey, es ist einfach nur brutal. Ich kann es echt nicht glauben. Jungs, wenn man Bock hat auf was, man kann alles schaffen. Es gibt nur Ausreden. Man kann alles schaffen, wenn man will. So, das ist Tag 2. Und ja, ich denke, es wird nur viel krasser. So, ich gehe jetzt heim. Wir haben ganz Tag gearbeitet. Aber ich bin wirklich extrem beeindruckt, was wir so in letzter Zeit geschafft haben. So, bis zum nächsten Mal. Hallo, herzlich willkommen bei der Habit Company. Hier unser Office, hier reinspaziert. Das hier ist unser Brainstorming-Atelier. Hier sitzen wir dann abends zusammen und versuchen einfach unsere Energie zu bündeln und gute Sachen draus zu machen. Hier oben sind ein paar Versuche heute. Das hier ist unser, wir nennen es Grip-Tape-Tisch. Und zum Skateboard zusammenbauen und zum Sprayen ist Gold wert. Hier seht ihr die neuen Modelle. Grippy Woman 2023, Top Deck, 7 Schichten kanadischer Ahorn, richtig gut. Und noch ein besseres Stück in meinen Augen, das Gremlins, das habe ich einfach gerne, aber ist natürlich auch 7 Schichten Ahornholz, beste Qualität bei Habit. Hier liegen die Decks auch schon, die sind für den Oberland Jam am Samstag, morgen übrigens, Contest. Habit neben Volcom, Emilien von der Skyshop aus Garmisch, Hauptsponsor. Hier ein bisschen Lifetime. Von unserer Entstehung. So klar war mal der Co-CEO, so klar waren beide CEOs. Gibt's viel zum Entdecken hier oben, ein paar Zeitungsartikel. Hier so das Herz der Firma, unsere PCs. Leider läuft heutzutage ziemlich viel digital und übers Internet. Aber wir geben uns trotzdem maximale Mühe, dass wir an die Leib bleiben, an die Menschen. Denn wir sind Skateboarder, wir machen das für Skateboarder. Das ist ganz wichtig. Man sieht ja schon, wo gearbeitet wird. Und wo gearbeitet wird, ja. Aber wie gesagt, das ist hier ein bisschen mein Job. Das ist stressiger mit Finanzen, Buchhaltung etc. pp. Das ist vom Adrian der Platz. Der hat das Glück und darf sich über die kreativen Sachen in der Firma mehr Gedanken machen. Der Kerl, den man hier sieht. Hüttl, schön, oder? Hüttl, haben wir so eine alte Bude gehabt im Oberland. Da haben wir dann einfach mal kurzerhand eine kleine Mini-Ramp reinbetoniert. War eine verrückte Aktion, aber wie ihr sehen könnt, es hat super funktioniert. War top. Kommt mit ins Lager. Hier ist unser Lager. Natürlich, wie das Skateboard-Firma so ist,
ohne Ende. Skateboards. Hier sind die Designs für die High-Quality-Heavy-Klamotten noch. Unsere ersten Versuche mit Folien. Genau, hier noch mehr Skateboards. Das alltägliche, was man so braucht. Unsere Transferpresse. Die haben natürlich keine Sänge, das Markgeheimnis. Top, perfekte Verpackungen, wie man sich dann einfach wünscht, weil wenn ich was bestelle, dann mag ich ja, dass es anständig verpackt ist. Sonst geht es ja kaputt, wenn es ankommt. Backelt mal lieber aus, gell? Backelt mal lieber aus. Dann. Genau, ja. Dann hier ist unser kleiner Kleiderständer. Die ersten Modelle. Nur eher so für uns zum Brainstormen. Also, wie gesagt, das sind schöne Sachen. Aber wir werden weiterhin arbeiten, noch mehr Qualität, noch mehr coolen Style einfach rauszubringen, weil wir machen das für euch. Skater für Skater, das ist das Wichtige. Ja. So viel zu unserem Office. Unsere schöne 70 Zoll Glatze noch, Nigel Houston. Grüß dich. Ich brauche übrigens auch für Happy Grip Tapes auf 2024. Ja, mit Sicherheit. Und dann können wir ruhig mal ein bisschen Sound machen. Bis bald. Habit TV.